Ja, servus Leute. Heute geht es natürlich wieder mal um eine Miele-Waschmaschine. In eurem Bad, im Garten, vielleicht auch im Weltall. Oder im Yogakurs. Oder in Mettelfranken. Doch lieber wieder im Bad. Und den Fehler F20. Oder dass die Maschine nicht heizt. Oder dass der FI-Schutzschalter fliegt. Oder wenn ihr keinen FI-Schutzschalter habt, die Sicherung fliegt, wie in diesem Fall. Ganz egal, es geht darum, die Heizung zu tauschen. Und wenn ihr die Heizung tauschen müsst und euch nicht auskennt, dann seid ihr hier genau richtig. Was genau war bei euch kaputt? Oder wie hat sich das Problem gezeigt? Schreibt es mir doch einfach in die Kommentare, mich interessiert quasi alles. Noch eine kleine Anmerkung, wenn ihr nicht wisst, wie man die Waschmaschine zerlegt, dafür habe ich extra ein Video gemacht, schaut da gerne rein, da ist das Auseinander- und Zusammenbauen genau erklärt, da könnt ihr auch hinspringen, wo ihr wollt und los geht's. So, als erstes ist mir wichtig, dass ihr, bevor ihr am Gerät arbeitet, den Stecker entfernt, also aus der Wand aussteckt oder aus der Steckdosenleiste, je nachdem, wie ihr es angeschlossen habt. Und wichtig, zwischendrin kommen ein paar Informationen rein. Alles, was ihr hier seht, habe ich mir selber beigebracht. Und hier und da habe ich auch noch kleine Ergänzungen angebracht, wenn ich weiß, dass es auch besser geht, was mir bloß unter Umständen bei der Reparatur, die ihr hier seht, oder den Videoschnipseln, leider so nicht seht. Aber alles andere blende ich euch immer schön ein. Also schaut einfach komplett durch. Dann kriegt ihr alle Informationen, die ich habe. Und danach, wenn ihr noch weitere Fragen habt, stellt mir die einfach in die Kommentare. Danke und weiter geht's. Heute geht's um die Heizung der Miele-Waschmaschine. Das hier ist die Heizung. Und es kann halt gut sein, wenn ihr den Fehler F20 habt, dass die nicht heizt. Oder wenn die Maschine stinken anfängt. Dann fangen wir mit dem Zerlegen an. Ich würde sagen, wir klemmen die erstmal ab, die Schutzleiter. Dann die Außenleiter. Und dann hier aufpassen, hier ist eine kleine Nase, die vorsichtig nach oben drücken, das ist der Temperaturfühler. Und an dem kann man dann so ziehen. Ein bisschen Bastelarbeit. Ich nehme immer gerne die Zange. Hoffentlich mache ich ihn jetzt nicht kaputt, das wäre ein schöner Vorführfehler. Genau, und hebel die hier an der Kante vorsichtig aus. Die ist nämlich bis zu der Kante da reingedrückt. Das hält den ganzen Spaß. Heute machen wir es mal anständig. Heute messen wir sie gleich mal. Wir haben 24 Ohm. Das ist plausibel. Die Heizung ist okay. Wir können aber was testen, was er jetzt nicht messen könnte. ISO-Messung nicht mit Multimeter machen. Da braucht ihr eine höhere Spannung. So, jetzt messen wir das Ganze noch mit einem Isolationsmessgerät. Ein Pol eingehängt beim Gehäuse. Und wenn ihr hier genau aufpasst, wie es funkt, sieht man da die 750 Volt ihre Arbeit verrichten. Wir haben also eine Verbindung zwischen der Heizung und dem Gehäuse. Und der Wert ist bei 0,03 Ohm. Das ist jetzt nicht so wirklich gut. Bei so schlechten Werten, wenn sogar schon die Sicherung fliegt, wenn man keinen FI-Schutzschalter besitzt, kann man im Regelfall das sogar mit einem Multimeter messen. Das demonstriere ich euch auch noch hier. Auf die höchste Ohmzahl einfach einstellen von eurem Multimeter. Und dann seht ihr da auch einen Wert ausschlagen. Wenn es schon so schlimm ist, dann ist auf jeden Fall hier bei der Heizung Feierabend. Aber augenscheinlich ist diese Heizung in Ordnung. Trotzdem bauen wir sie aus. Die Heizung zu wechseln ist immer eine richtige Frickelarbeit, aber ich mache das immer wie folgt. Ich gehe hier mal rein und löse diese Fläche hier ab. An dieser Stelle wollte ich euch bloß zeigen, an diesen Stellen könnt ihr auch mit einem Seitenschneider diese Scheiben durchzwicken und tut euch wesentlich leichter, diese zu entfernen. Time is money, also weiter. Jetzt dreht sich das schon, dann kann man es quasi so abdrehen oder raushebeln. Ihr solltet euch auch ungefähr merken, wie weit die rausgeschaut hat, die Heizung vorher, dass ihr nachher die genauso wieder einbaut. So, wechseln wir mal zu einer anderen Maschine. Da habe ich den kompletten Ein- und Ausbau dokumentiert, dass am Ende hoffentlich keine Fragen offen bleiben. Die aktiven Leiter sind schon demontiert. Hier ist übrigens diese Ersatzteilnummer. Die Heizung besteht aus zwei Dichtungen, zwei Ringen und der Heizung selbst. Falls es jemand braucht, kann er hier pausieren oder zurückspulen. Dann entfernt ihr einfach mal den Stecker von dem Sensor und auch noch die Schutzleiter. Jetzt ist die Heizung komplett disconnected.
Ich markiere mir immer gern, wie lange die Heizung drin war. Falls die baugleich ist, dann habe ich nachher einen Referenzwert, um das Ganze zu vergleichen. Dann hebele ich hier immer gerne rein. Wobei ich auch sagen müsste, mittlerweile, ich bin da ewig nicht dahinter gestiegen. Braucht jeder etwas Entwicklungszeit. Es macht echt mehr Sinn, die so ein bisschen raufzubiegen und dann eigentlich aufzuzwicken. Manchmal geht's gut, manchmal geht's schlecht. Das werdet ihr schon sehen. Wichtig ist, dass ihr das Hütchen da oben nicht beschädigt. Das ist nämlich wirklich wichtig. Das gehört einfach wieder so drauf. Am liebsten hebel ich ja gerne mit einer Zange, aber meistens kommt dann gleich die ganze Heizung mit. Drehbewegungen machen es auch recht leicht. Mit der Drehbewegung könnt ihr euch auch ein bisschen Abhilfe schaffen. Die kann man leicht aufbiegen und nach vorne so rauskippeln. Also das geht relativ leicht dann. Das Teil liegt hier gut auf die Seite. Das ist nicht im Ersatzteilumfang dabei bei der neuen Heizung. So hebel ich mir vorsichtig den Fühler raus. Das ist der Temperaturfühler. Und dann ist mir aufgefallen, verdammt, da ist noch Wasser drin. Daher habe ich erstmal das Wasser abgelassen. 12 Sekunden später. So, nachdem ich das Wasser abgelassen habe, habe ich natürlich den Sensor entfernt. Und jetzt kann man die ganze Heizung entfernen. Aber man sollte vorher die Dichtung rausziehen. Das kann mal mehr oder weniger nervig sein. Das kommt ganz auf den Zustand der Dichtung an, wie hart die schon geworden ist. Aber auf die alte Dichtung müsst ihr nochmal nicht schauen. Beim Original-Kit sind 2 Dichtungen dabei. Einmal für Mitfühler und einmal für ohne. Das liegt daran, es gibt Waschmaschinen mit 2 Heizungen. Es gibt sogar Waschmaschinen mit 3 Heizungen. Und meistens hat nur eine davon einen Fühler. So, das schaut schon mal gut aus. Die rechte Seite ist schon mal draußen. Und nach einigem Rütteln und so ist die Dichtung weg. Jetzt könnt ihr nochmal die Heizung rausziehen. Ja, und die wird nicht so schön ausschauen, wie man hier auch schon sieht. Das erinnert eher ein bisschen an Blätterteig. Und da muss man sich auch nicht mehr wundern, warum die Heizung defekt ist. Wichtig ist auch immer, dass ihr die Leiter vor Feuchtigkeit schützt, besonders den Stecker vom Sensor. Der kann sonst abenteuerliche Werte auslesen. Wichtig ist, dass ihr auch noch weitestgehend schaut, dass ihr den Müll da wegbringt. Manchmal wäre auch so ein Flachsauger nicht schlecht oder so. Oder ein Schraubendreher, dass ihr einfach alles wegpoolt. Aber auch nicht da unten liegen lassen, nicht, dass der Schwimmerschalter blockiert wegen dem ganzen Dreck. Ich habe danach alles sauber gemacht. Ihr müsst wirklich schauen, dass der ganze Müll, der drin lag, am besten weg ist. Besonders bei der Halterung, dass die nächste Heizung definitiv die höchstmöglichst erreichbare Lebensdauer erreichen kann. So, hier probiere ich nochmal einen Überblick zu verschaffen, wie es da drin aussieht. Und hier seht ihr auch den Halter, wo die Heizung rein muss. Ich markiere ihn auch mal mit dem Pfeil. Hey, weil wir hier so schön beieinander sind, habt ihr eher so eine Maschine oder so eine Maschine? Welche Maschine ähnelt eurer am meisten? Schreibt mir die Zahl doch einfach in die Kommentare. Danke und weiter geht's. Wichtig ist auch beim Zusammenbauen, dass ihr quasi einmal durchdreht, ob irgendwas blockiert. Dann nehmt ihr die neue Dichtung. Ich schmiere die gerne mit irgendeiner Seife oder irgendeinem Shampoo oder irgendwas ein. Vaseline ist auch super, was ihr zur Hand habt, damit die ein bisschen gemütlich über die Kante rutschen kann. Das macht den Einbau wesentlich gemütlicher. Das ist die eingeschmierte Dichtung. Und hier seht ihr, ich habe schon relativ sauber gemacht. Der restlose Dreck, der wird sich noch wegspülen. Dann machen wir uns mal ans Einbauen der neuen Heizung. Diese einfach einführen. So weit rein, bis nichts mehr geht. Und als nächstes kommt dann die Dichtung. Ihr seht, wie ich teste, dass die Heizung auch einen Freilauf hat und nirgendwo schleift. Aber ihr spürt das dann schon, wenn ihr richtig seid. Dann schaffe ich es doch endlich mal, dass ich die Dichtung einsetze. Und dann müsst ihr wirklich diszipliniert am Rand sauber durchdrücken, dass die wirklich sauber sitzt. Die Dichtung muss wirklich sauber einrasten. Man spürt das richtig, wie das so reinknuppelt. Das ist, ja, wie soll ich sagen, das ist ein Gefühl zu beschreiben, ist jetzt schwierig. Ihr spürt richtig, wie die Kanten sich innen umlegt. Also, da müsst ihr wirklich kräftig einmal rundherum durchdrücken. Dann kommt das Hütchen wieder drauf. Also quasi umgekehrt alles wieder zusammenbauen. Und einfach bis auf Anschlag durchschieben. Ich schlage die auch gerne noch ein bisschen fest. Einfach nur so fürs Wohlfühlgefühl, dass die wirklich ganz hinten sitzt.
und sich selber ein bisschen hält. Das muss nicht so hart sein, das muss wirklich bloß so sein, dass der Halter sauber sitzt. Dann kommen meine Lieblingshalter zum Einsatz. Dazu sage ich euch gleich was. Ich habe es leider vergessen. Ich nehme da gerne eine passende Langnuss her. Schaut einfach nach einer Langnuss. Oder ja, ich würde sagen Langnuss, weil dann hat man nicht das Risiko, dass man die Heizung beschädigt. Die einfach auf den Ring auflegen und von hinten raufschlagen. Hier im 10er geht es zwar auch ganz gut. Das ist jetzt so ein Steckschlüssel. Da kann man es gut rauftragen. Aber mit einer Langnuss geht das viel, viel angenehmer und bis auf Anschlag. Und ihr habt dann gar kein Problem. Man kann es auch vorsichtig mit der Verlängerung die Nuss anstecken, die Langnuss, dann ist richtig viel Luft. Und dann kann man quasi diesen Ring bis auf Anschlag schlagen. Das ist auf beiden Seiten natürlich das gleiche Prinzip. Ich habe es bloß voll vergessen, an dem Tag was mitzunehmen und muss dann improvisieren. Das sieht dann ungefähr so aus wie hier, dass man mit Mühe und Not und allen möglichen Sachen, die man dabei hat, probiert diesen Ring reinzuprügeln. Am Erfolg kann man sehen, was mehr oder weniger gut funktioniert. Was sich bewährt hat anscheinend, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, mit einem Schlitzschraubendreher links und rechts rauf zu klopfen. Das geht zwar nie perfekt, weil es dann immer wieder wegrutscht in die andere Richtung. Aber ich musste die Heizung verbauen und das war der einzige Weg, der mir auf die Schnelle eingefallen ist, ohne passendes Werkzeug. An dieser Stelle verspreche ich euch beim nächsten Mal, wenn ich eine Miele-Waschmaschine habe, wo die Heizung defekt ist und ich muss diese wechseln, nehme ich mir die Zeit und das passende Werkzeug und zeige euch, wie das Ganze schneller und komfortabler funktioniert. Ich gebe euch bloß die Tipps hier mit, damit ihr euch nicht so rumplagen müsst, wie ich das gemacht habe. Was mich auch gerade fasziniert, dass man die Dichtungsnummer, also die Materialnummer von der Dichtung so schön lesen kann. Jetzt setze ich den Temperaturfühler ein. Der geht recht stramm rein. Ich habe auch probiert, ihn nachzudrücken, aber ich habe ihn später nochmal rausgezogen und mit etwas Seife eingeschmiert oder Schmiermittel. Ich mag eigentlich persönlich Vaseline am liebsten, weil die ein bisschen da reinrutschen muss, damit die auch sauber in dieser Dichtung hält. Also sie sollte nicht rausrutschen können von selber, wenn man leicht dran zieht. Am besten ist, wenn der Sensor etwas drin sitzt und dieser Rand aus Metall in dieser Dichtung verschwindet. Geht da nicht so hart vor, nicht, dass das Teil kaputt geht. Also jede Arbeit, die man so ausführt, immer mit Gefühl. Jetzt kommt die linke Seite dran, dann ist es die gleiche Geschichte. Wieder mit dem Schraubendreher links und rechts habe ich da gemacht und darauf rumgehämmert, bis es aber rausgeht. Und dann kam ich auf die Idee. Und dann das Ganze sichern, wenn man das so komisch aufmacht. Besser ist natürlich, ihr schlagt die wirklich sauber mit der Nuss drauf, die ist nochmal passend, dass ihr nicht nacharbeiten müsst, wenn ihr wirklich mit der Nuss drüber schlägt. Am besten am Außenrand aufliegen lassen, dann hält sich das Ganze von selber. Also die greifen ja direkt am Heizkörper. So, das Ganze sitzt, wackelt und hat Luft. Auch wenn es nicht so viel wackelt. Und hier, wie versprochen, baue ich den Sensor nochmal aus, da ist alles trocken. Ich mache bloß ein bisschen Seife drauf. Hier sieht man meinen Finger mit Seife. Mein Finger mit Seife tropft. Hier sieht man, dass ich ein bisschen einschmiere mit Seife. Einfach nur, dass er schön reinflutscht. Ihr könnt ihn auch reinigen und abschleifen, dass diese Rückstände weggehen. Normal hat es nicht so viel Einfluss, aber es kann schon 1-2 Grad beeinflussen. Schaue ich nochmal, ob der gescheit drin sitzt. Und dann bin ich nach und nach immer mehr zufrieden. Entferne ich bloß noch diese überstehenden Seifenreste, wechsle ich auf ein kleines Stück Toilettenpapier. Zewa und alles geht genauso, also so eine Küchenrolle, ist vollkommen wurscht, welcher Hersteller. Genau, und da sieht man ja alles schön sauber und wie schön die Nummer rausschaut, das ist auch ganz praktisch. Wenn man bloß die Heizung ausbauen möchte, um sie irgendwie zu prüfen und die Ringe nicht beschädigt, dann könnte man rein theoretisch eine neue Dichtung einsetzen und die Heizung wieder einsetzen. Deswegen habe ich auch anderes Videomaterial gewählt, weil meistens die alte Dichtung sich nicht immer so schön wieder einsetzen lässt. Und ich im Kopf schon hatte, dass ich woanders eine Heizung wechseln muss. Das hat sich quasi alles passend überschnitten. Und dann heißt es bloß noch, Heizung wieder anschließen. Ich fange an mit dem Temperaturfühler, mit den zwei Schutzleitern. Eins und zwei. Dann rechts der Außenleiter,
und links. Ja, da wollte ich nochmal umdrehen, damit es auch schöner ausschaut. Und schon ist das Ganze fertig. Ihr müsst jetzt eigentlich bloß noch alles wieder zusammenbauen, wenn ihr nicht wisst wie. Ich habe euch das Video schon am Anfang verlinkt, vom Auseinander- und Zusammenbau. Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen und es freut mich, wenn ihr bis hier dran geblieben seid. Wenn ihr damit richtig gut klargekommen seid und euch das geholfen hat, dann lasst mir doch gerne einen Kommentar da und schreibt mir zu eurer Erfahrung beim Heizungswechsel bei der Mehlwaschmaschine. Auf Wiederschauen. Ja, servus, hier ist der Casey. Heute geht's wieder mal um meine Mehlwaschmaschine. Wer auf ZDF und ARD angewiesen ist, der muss geistig zurückbleiben.